Oh, es ist kurz klein, jetzt ist rot, jetzt passt. Ton ist aus. So, zack, jetzt ist Ton an. I'm sorry, manchmal bin ich ein bisschen langsam. Lass natürlich das Intro kurz spielen. Achso. Stream-Avatars, alles sofort, gleich nach dem Intro. Okay, boy, ich hab's wieder vergessen. Ich weiß, ich mach's sofort an. Sofort. Alles sofort. Nur kurzes Intro, ja? Nur kurzes Intro. Und nicht nur Stream-Avatars fehlt. Auch der Chat fehlt. Normalerweise mache ich ja jetzt im Pokémon immer den Chat mit an. So, da ist es. Super Game. Wir spielen Smaragd, ist doch klar. So, jetzt pausieren wir kurz das Spiel. Damit der Boy nicht durchdreht. Darf meine Pizza gleich nicht vergessen. Wie easy. Die wird schon nicht anbrennen. Hoffen wir das Beste. Am besten Handywecker. Oder falls du einen coolen Herd hast oder einen Ofen, da einen Wecker. Manche können das ja. Also meiner kann es nicht. Leider. Ah, manche kriegen es hin. So, da sind sie, die Viecher. So, jetzt mache ich noch ganz kurz den Chat an. So, Chat ist on. Klar doch, ich mache doch mittlerweile nur noch mit Chat. Meine auch nicht. Ja, klar, easy. Okay. So, Pokémon. Let's go. Neues Spiel, aber vorher will ich mal kurz Einstellungen. Text, schnell, Animation an. Mono, Stereo, normal, Motiv, scheißegal, weiter. Zack, New Game. Der von meinem Freund auch nicht. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt von po der Pokémon. Mein Name ist Birk. Aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Dies ist ein sogenanntes Pokémon. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Doch obwohl wir den Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse um die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Ich bin Jesus. Ne, ich bin natürlich ein Boy. Wie heißt du? Ich heiße Tanamo. Wer hätte das schon kommen sehen? Tanamo. So. Genau, ich bin Tanamo. Ah, okay. Jetzt habe ich es. Du heißt Tanamo. Du bist gerade nach Wurzelheim, meinem Heimatort, gezogen. Ja, easy. Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und stürz dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaften warten. Komm später in mein Pokémon-Labor, ich erwarte dich dort. Okay. Oh, ich bin hinten im Laster, Alter. Einfach im Umzugswagen hinten, wo die Kartons auf mich drauf fallen, wenn es die erste gute Kurve gibt. Einfach tot, obwohl. Ach, der hat schwarze Haare. Ich dachte mal, der hat braune Haare. Tanamo, wir sind da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Nun, wir sind in Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Dies ist unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Man kann hier sicher und wunderbar leben, meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer, Tanamo. Lass uns hineingehen. Geil, mein eigenes Zimmer. Ich weiß nicht wieso, ne? Aber sobald ich anfange vorzulesen, sich in meinem Hals so voll der Schleimball und ich muss die ganze Zeit räuspern und ganz genau, so ein Ding ist das. Siehst du, Tanamo, hier ist es doch auch schön, oder nicht? Die Pokémon machen für uns den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Das ist doch so etwas von praktisch. Tanamo, dein Zimmer ist oben, schau es dir mal an, Spatz. Pati hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. Ah ja, der Vater, ne, der mich auch vergessen hat. Ja? Wir sind hier eingezogen, musste er. Die Uhr ist stehen geblieben. Stell sie besser ein und zieh sie auf. Es ist gerade nicht am Morgen, nein. Jetzt dauert's kurz. Guten Abend, der Sönix.
Übrigens wegen Forest, wenn es bei dir Samstag klappt, dann ist Samstag ready soweit. Das muss ich kurz gucken. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 9. Ist ungefähr da. Jo, easy. Oh, Pokémon 3, meine zweitliebsten Pokémon. Echt? Was ist denn deine liebste Gen? Also bei mir ist es die dritte, definitiv. Hallo, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt und meine Stimme stirbt wieder mal. Immer wenn meine Stimme stirbt, dann versuche ich mir so schnell wie möglich stumm zu stellen, weil dann muss ich immer einmal so richtig räudig abhusten. Ich trinke mal ganz kurz was. Bei mir ist es 3 und 2. Ja, kein Wunder, Alter. Du bevorzugst sogar Hut vor einem Taubsi, Alter. Du Räudiger! Bei mir die 4, aber auch hauptsächlich, weil es meine erste war. Ah, ja, bei mir war es die erste Generation. Aber ich mochte einfach die dritte am liebsten, weil ich weiß nicht, ich glaube, ich habe Pokémon Saphir und Rubin so von allen Pokémon-Spielen, die ich hier gespielt habe, wahrscheinlich am allermeisten gespielt. Ich mag halt auch einfach die Welt und sowas. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Pokémon und Umzugshelfer sind so praktisch. Oh, du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Oh, guck ich mal. Gucken wir mal. Item nehmen. Item. Hey, da fehlt der Meisterball. Die haben mir meinen Meisterball geklaut. Mama, wo sind die? Die haben meinen Meisterball geklaut. Oh, Tanamo, Tanamo, schnell, komm her, schnell hier. Da ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Fatih ist im Fernsehen. Das war unsere Reportage über die Arena in Blütenburg City. Oh, geil. Oh, schon vorbei. Ich glaube, Fatih war im Fernsehen und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, einer von Fatihs Freunden lebt hier. Professor Birk ist sein Name. Er lebt gleich nebenan. Da solltest du hinübergehen und dich vorstellen. Okay. Also keine Sorge, ich werde nicht alles lesen. Das ist nur am Anfang so. Um reinzukommen, ins Spiel reinzugrooven. Oh, hallo, wer bist du? Oh, du bist Tanamo, unser neuer Nachbar. Hallo. Wir haben ein Kind in deinem Alter. Meine Tochter freut sich schon darauf, mit dir Freundschaft zu schließen. Oh, ja, ich glaube, ja, ich freue mich auch schon. Oh, sie ist gar nicht da. Ich glaube mir mal den Ball. Was? Wer bist du denn? Ach, du bist Tanamo. Du bist heute hierher gezogen. Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe diesen Traum, mit Pokémon der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Ich habe schon von dir gehört. Mein Vater, Professor Birk, hat mir von dir erzählt. Ich habe gehofft, dass du nett bist, Tanamo, und wir Freunde werden können, damit noch mehr draus wird. Du weißt schon. Ist das nicht albern? Ich habe dich doch gerade erst kennengelernt. Hihihihi. Oh nein, das habe ich ja total vergessen. Ich sollte Fatih doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Tanamo, wir treffen uns später. Der Pokémon gehört Maike. Lass ihn besser liegen. Okay. Wieso hat sie eigentlich so einen orangen Gamecube, nicht nur so einen normalen? Richtig RIP. So, dann gehen wir mal. Oh nein, was ist denn los? Hallo. Das ist ein fürchterliches Pokémon. Ich kann seinen Ruf hören. Ich würde mir ja gerne mal ansehen, was da los ist. Aber ich habe keine Pokémon. Kannst du nicht für mich nachschauen, was da los ist? Ja, klar. Hilfe! Oh. Was passiert da? Hilfe, da drüben. Bitte hilf mir. In meinem Beutel, da findest du einen Pokéball. Okay. Also Antiboy will ja ums Verrecken, dass wir Flamly nehmen. Ich nehme ja auch kein Flamly, ich nehme ja auch kein Gecko. Also kein Waldgecko, kein Gekabor. Wieso fliegt eigentlich Anti sein Scheißviech die ganze Zeit in meiner Fresse rum? Verpiss dich mal, Junge. So. Genau. Ich werde Gekabor im Remake dann nehmen. Und hier nehmen wir Hydropi, den Lehmhüpfer. Ja, ja, so ein Ding ist das. Anti meint, ich bin 31er, weil er nämlich Flamly sein wollte, der Gecko. Los, Hydropi. Und Hydropi ist weiblich. Das heißt, wir brauchen einen weiblichen Namen. Ihr könnt ja schon mal was überlegen. Eckel. Oh nein, es heult mich voll. Oh, es weint. Ich bin mal gespannt, wie lange wir für Smaragd brauchen. Ich nenne es Schmutz. Nee, Alter, ich nenne es dann nicht Schmutz. Wobei, ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass Hydropi von allen Startern die beschissenste Genauigkeit hat irgendwie. Zumindest habe ich das Gefühl immer gehabt, weil gefühlt alles später immer daneben geht oder so. Du hast mich gerettet, vielen Dank. Oh, du bist doch Tanamo, bla 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 bla. So. Denn genau das ist Hydropi. Nee, Hydropi ist kein Schmutz, Junge. Du kannst die Werte eines richtigen Pokémons einfach nicht verstehen.
Oh oh. Ich raste komplett aus. Also. Wir müssen das mit dem Spitznamen wohl noch ein bisschen auftagen, ne? Ich habe aus Versehen Nein gedrückt. Ah, Schmutz, Digga. Kann ich... Bitte, Alter, lass mich... Oh, die... Das zieht ganz schön nach. Ach, Schmutz, Alter. Jetzt habe ich schon... Jetzt habe ich Nein gedrückt. Oh, nee, ey. Wo gibt's denn den Namensbewerter? Oh Mann, ey. Das wird jetzt dauern, bis wir Tropi einen Namen geben können. Rip. Restart the game. Nee, am Arsch, Alter. Ich restarte gar nichts, Junge. Ist doch nicht viel. Ja, aber ich will das Spiel nicht neu starten. Ich kann ja auch einfach so weit spielen, bis ich beim Pokémon Namensbewerter bin. Dann gibt es einfach den anderen Namen. So, wir trainieren jetzt ein bisschen mit Totropi. Ich weiß halt leider nur nicht, wo der Namensbewerter ist und wann der kommt. Das ist halt ein bisschen Rippe. Ah, Schmutz, Digga. Oh, Battle Royale. Wer wird diesmal gewinnen? Hi, ich arbeite in meinem Pokémon-Supermarkt. Kommst du bitte einmal mit mir mit? Dachte, starte immer Nago. Also erstens habe ich gerade, wie gesagt, ich habe auch so den Nein gedrückt, deswegen kann ich keinen Namen wählen. Und ich habe gesagt, ihr könnt euch dann aussuchen. Und ich habe nie gesagt, starte immer Nago. Ey, was ist denn das hier, Alter? Ja, Bevorzugung oder was? So, wir geben jetzt erstmal unser ganzes Taschengeld aus. Wieso? Oh, ich bin ja noch da drüben. Oh, ich bin ja voll gut dabei. Aber Anti, die feige Sau holt sich direkt wieder so ein Medipack, Alter. Jetzt holt sich das nächste Medipack, weil mein Pokémon nicht umdreht. Ja, Schmutz, Alter. Oh, ich habe doch noch gewonnen. Tja, Anti. Wo scheiße gelaufen. Okay, Aufwecker kann ich mir nicht leisten. Ja, Rip. Ja. Also wie gesagt, es dauert jetzt eben ein bisschen, bis ich den Starter benennen kann. Einfach weil ich es verkackt habe, mal wieder. Man kennt es ja mittlerweile. Oh, ein Pfiffchen. Tackle. Schön rein da. Aua. Es hieß ja eigentlich da Flammy sein. Nee, 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 nee. Nach der Sache, was du im Pokémon Silber gemacht hast. Nee. Nee. Du bist verkackt bei mir, Mann. Ich hab dich in Pokémon Gelb aufgezogen. Ich hab dich in Pokémon Kristall aufgezogen. Und dann benennst du mich nach einem Hothot, Alter. Also größter Mobbing geht gar nicht. Du hast mich einfach in den Dreck gezogen, Junge. Du hast mich richtig zum Weinen gebracht. Richtig gemein, ey. Und dann will er auch noch ein besonderes Pokémon sein, Alter. Ich glaub's nicht. Ich hab's doch geändert, Prinzessin. Ja, nee, darum geht's nicht. Du hast mich einfach nach diesem Viech benannt, Alter. Du hast einfach verkackt. Erst wenn ich in der nächsten Edition, die du spielst, was Cooles bin, dann bist du auch was Cooles wieder. Deswegen werde ich mir jetzt in dieser Edition irgendein Viech holen, was ich in mein Team hole, was ich nicht haben will. Und das benenne ich nach dir. Ganz genau so ein Ding ist das. Hätte er gesagt, ich benenne dich einfach auch nach dem ersten Flug-Pokémon, was aber hier Schwalbini wäre. Und Schwalbini ist halt einfach cool. Und du bist nicht cool. Tut mir leid. Nach der Sache mit Hothot, verschissen, Broody. Einfach verkackt, Junge. Na, will keins sein. Ja, jetzt kommt...
Jetzt kommt der coole Move, ne? Weil ich dich nicht nach einem Starter benannt habe. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, Alter. Schmutz, Digga. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber wir haben immer noch nur den Anfang der Pokémon-Spiele gekratzt. Es dauert ja noch 100 Jahre, bis wir richtig krass vorankommen. Jetzt kommen noch so viele Spiele, ey, mein Gott. Hello. Mal sehen, das Pokémon von Route 103 besitzt. Oh, hi Tanamo. Oh, sehe schon. Mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen. Ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. Oh ja, ja. Gib mir mal einen Vorgeschmack. Ja, Mann. Gekabor. Wie gesagt, bevor sich jemand beschwert, im Remake nehme ich Gekabor. Ach, das ist ein Angriff. Ups, ich dachte, das wäre für die Genauigkeit. Ach, oder ist es beides? Easy. Ich wäre gerne ein Libeldra in der Edition. Das ist mein absolutes Favoriten-Pokémon. Tatsächlich hatte ich schon vor, ein Knacknion zu holen, weil ich mag auch Libeldra sehr. Oh nein. Auf meine Verteidigung zu kratzen, Alter. Ich finde es immer noch geil, dass Pfund mittlerweile einfach Klaps heißt. Ich aber klapst mich weg. Oder auch nicht. 69 EP, Alter. Das mag Hydropi. Das weibliche Hydropi, Alter. Steht voll drauf. Wow, das war spitze, Tanomo. Ich weiß, ich bin richtig krass. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Ich meine, du hast dein Pokémon erst seit kurzem und es mag dich bereits. Du wirst es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreunden. Nun wird es aber Zeit, zurück ins Labor zu gehen. Bitte bleib, warte. Ich liebe dich. Komm zurück. Tja, einfach weggelaufen. Ich würde auch von mir selber weglaufen. Tamo, hier lang. Lass uns nach Hause gehen. Okay. Wieso gehen wir nicht Händchen halten zurück? Bleib doch da. Warte auf mich. Hallo. Oh, hallo Donamo. Ich habe gehört, dass du Mike besiegt hast. Super, das war ja dein erster Kampf gegen einen Trainer. Hintertüren, Kalle. Moin Flo, da spielt jemand das beste Pokémon-Spiel. Moin Dommy Boy. Ja, ich liebe auch die dritte Generation. Vor allem, ich spiele ja Smaragd. Die beste Version. Die richtig coole Version. Die richtig Spaß macht. Kristall habe ich ja gestern abgeschlossen. Nee, vorgestern. Vorgestern war das. Und ja. Nach Smaragd kommt dann Blattgrün. Und dann kommt Platin. Das beste legendäre Pokémon, das es gibt, meinst du Rayquaza? Also das Titel-Pokémon? Yes. Ja, das finde ich auch richtig cool. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was mein Lieblingslegendäres Pokémon ist, muss ich gestehen. Keine Ahnung. Es gibt halt einfach so viele coole. Ich finde auch Kyogre zum Beispiel richtig geil, vor allem die Proto-Version. Oder Groudon ist mit der Proto-Version auch richtig cool geworden. Und das, obwohl ich Groudon noch nie richtig mochte. Was ist dein generell liebstes Pokémon? Psyana. Und dann kommt Gardevoir, Milotic. Ja, also wie du siehst, zwei direkt aus der dritten Generation, außer Psyana. Also eigentlich voll viele aus der dritten Generation mag ich übelst. Auch Libeldra. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Echt, was hättest du denn gedacht? Was sind dein Lieblings-Pokémon allgemein? Oh, du läufst da als Shiggy mit Brille rum. Gengar? Ha. Also ich mag Gengar. Auch sehr. Aber ich weiß nicht, das war noch nie so ein Pokémon, wo ich sagte so, ja Mann, das ist so geil, das ist auf jeden Fall eins meiner absoluten Favoriten. Habe ich eigentlich Pokébälle? Ich kann zumindest jetzt welche kaufen. Cool, ich kann zwei kaufen. Ah, ich habe fünf, okay. Habe ich sieben. Dialga, boah, Dialga mögen auch so viele. Aber ich war tatsächlich immer Team Palkia, weil ich nämlich damals als erste, also zur vierten Generationszeit, meine erste Edition aus der vierten Generation war halt Perl.
Und mein Bruder hat Diamant gehabt. Deswegen fand ich Pike ja immer cool, weil... Ja, war halt mein erstes. Pike Dialga. Oh, achso, nix mag auch Pike mehr. Mit Robby. Drifflon. Oh, Drifflon ist auch so ganz witzig, ey. Da gibt es ja einen Pokédex-Eintrag, wo ja irgendwie dran steht, dass wenn Kinder sich unten an seinen, ich weiß nicht, was das ist, Armen oder was das ist, diese zwei Seile da, wenn sich Kinder dran festhalten, dann fliegen die mit den Kindern einfach davon. Und keiner weiß, wo der die hinbringt. Oh, es jault mich voll. Steigert seinen Angriff. Bringt doch nichts, wenn du das machst, bis du tot bist. Level 8. Ah, ich wüsste echt gern, wann wir endlich den Namen bewerten können. Das würde aber wahrscheinlich noch echt lang dauern. Ich wollte eigentlich noch gucken, wo man nochmal einen Trassler fangen kann, aber ich habe das irgendwie komplett vergessen. Einfach vergessen, Junge. So ein Feuerball. Mein erstes Pokémon-Game war Rubin, kann mich noch gut daran erinnern, wie ich oft die Top 4 bezwungen habe, um meinen Zumpex auf Level 100 zu rushen. Nice, Alter. Aber mir war die erste, die ich hatte, blau. Und nach blau hatte ich dann... Boah, ich muss tatsächlich sagen, die zweite Generation hatte ich selber gar nicht. Die hat alle mein Bruder quasi gehabt. Also mein Bruder hatte Kristall, Gold und Silber. Und ich habe halt nur eine Edition davon gespielt, also... Ich habe sie schon gespielt, aber ich habe nie eine selbst damals gehabt. Und in der dritten war es dann Saphir. Weil Wiese vor der zweiten Stadt. Ah, okay. Also da, wo ich jetzt gerade bin anscheinend. Dann von der vierten Generation habe ich ja gemeint, da war Perl die erste. Dann von fünfte hatte ich Schwarz. Und bei der zweiten, also Schwarz 2 und Weiß 2, hatte ich dann Weiß 2. Nice Overlay, by the way. Thanks, boy. Thanks, thanks. Ich habe es extra so angepasst, dass es so aussieht, als würde ich hier... Also der Hintergrund von dem Intro von Pokémon Rubin Saphirs Markt ist das. Nur mit der Wiese von Feuerrot, Blattgrün, glaube ich. Weil die von Smaragd habe ich nicht gefunden. Oh, hier Droppy. Dann, was kam nochmal nach XY? Nicht XY, ich meine Schwarz-Weiß. Ich glaube, Heart Gold, Soul Silver kam davor. Da hatte ich Soul Silver. Dann bei der 3DS, da hatte ich Y. Und Alpha Saphir und Sonne, Mond habe ich mir beide gleichzeitig gekauft. Und Ultra Mond habe ich noch. Also jetzt von der 3DS. Dann Switch habe ich zuerst Schwert gehabt, beziehungsweise zuerst Pokémon Let's Go Pikachu. Und dann später Evoli noch geholt. Dann Pokémon Schwert, dann irgendwann Pokémon Schild. Und jetzt habe ich Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Also da habe ich beide. Hast du schon das neue? Ja, habe ich. Das kommt auch nochmal so, irgendwann. Das wird noch ewig dauern. Wie findest du die? Also meinst du jetzt Strahlender Diamant und Leuchtende Perle? Oder meinst du Schwarz und Weiß? Oder meinst du Schwert und Schild? Okay, Strahlender Diamant, Leuchtende Perle. Ich sag's mal so. Für alle Leute, die damals die vierte Generation nicht gespielt haben, ist es richtig geil. Für alle Leute, die damals... Diamant und Platin gespielt haben, ist es richtig scheiße. Klingt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist wirklich, ja, es ist eine Frechheit, Vollpreis für das zu verlangen. Ich erkläre auch gerne, wieso. Omega Rubin, Alpha Saphir oder auch Feuerrot, Blattgrün oder allgemein jedes Remake, was es bisher gab, hat immer irgendwas Neues gemacht. Also bei Feuerrot, Blattgrün zum Beispiel hattest du die Inseln, wo dann Lavados Arctos war. Oder du hattest halt noch ein paar andere Sachen zu tun. In
Omega Rubin und Alpha Saphir hattest du die Welt, du konntest oben rumfliegen, du konntest voll viele neue Legendäre fangen, du hattest halt eine Zusatzepisode mit dieser, wie heißt die, Zinnia oder sowas. Also du hattest halt überall immer richtig viel Neues. Und bei Strahlender Diamant und Leuchtender Perle halt nicht. Du hast halt quasi fast 1:1 das Diamant und Perl Spiel, nur mit einer neuen Grafik, die ein bisschen süßer aussieht. Und hoppala, ich bin ja fast tot. Und einen Moment. Und ja, du hast einen neuen Untergrund, aber wegen dem Untergrund habe ich das Spiel nie gespielt. Was gibt's noch anderes? Ja, der Untergrund ist neu. Achso, und der Park unten ist jetzt auch neu. Da kannst du jetzt Legendäre fangen. Aber mehr nicht. Das ist halt so alles. Und das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Mit Omega Rubin, Alpha Saphir haben die halt so richtig geile Remakes gemacht. Und bei Diamant Perl, da ist es halt... Es ist halt wie damals, nur halt, dass sie es halt auf heute angepasst haben. Und das fühlt sich halt einfach scheiße an. Weil ich meine, einfach als Beispiel... Die Zusatzeditionen waren ja immer die Spiele, die ja irgendwas besser gemacht haben. Beispiel, ich mach mal hier kurz nichts im Spiel, weil sonst komme ich durcheinander. Ich muss die ganze Zeit hin und her denken. Beispiel Platin. In Platin gab es ja voll die vielen Life-Safer-Features. Zum Beispiel, du hast ja diesen Pocket und an Diamant und Perl konntest du immer nur in eine Richtung gehen. Also wenn du drückst. Und du bist aus Versehen, du hast zweimal zu schnell gedrückt, dann hast du, weiß ich nicht, irgendwas im Pocket übersprungen. Dann scheiße, dann durftest du nochmal komplett durchklicken, bis du wieder da bist. Bei Platin haben sie es geändert, da hattest du einen Vor- und Zurück-Button. Das wurde zum Beispiel im Remake nicht gemacht. Warum? Verstehe ich nicht. Die haben es einfach nicht reingebaut. Das ist eine Verbesserung im Platin gewesen, haben sie weggelassen. Dann im Platin wurde die Story von Team Galactic verbessert. Also voll ausgebaut, die hatten eine richtige Tiefe und alles eben mit der Zerrwelt und allgemein. Wurde im Remake nicht gemacht. Wurde im Platin gemacht, im Remake nö, haben wir rausgelassen. Schwach. Dann die Zerrwelt zum Beispiel, wurde im Platin eingebaut, weil es einfach cool ist. Im Remake weggelassen, gibt es nicht. Oder zum Beispiel auch richtig schlimm, im ganzen Spielverlauf hast du nur zwei Feuer-Pokémon. Du hast Panflam. Wenn du Panflam als Starter nicht nimmst, hast du nur noch Ponita. Bis zu den Top 4. Also bis du die Top 4 gespielt hast, hast du keine andere Möglichkeit, ein anderes Feuer-Pokémon zu bekommen. Und es haben die in Platin auch geändert, dass du da mehr Pokémon fangen kannst, allgemein mehr. Und halt auch mehr Feuertypen. Und im Remake weggelassen. Warum? Keine Ahnung. Die hätten eher ein Remake vom Platin machen sollen, weil da haben sie halt so vieles verbessert. Die haben halt einfach... ein fast 1:1 Remake von Diamant und Perl gemacht. Und es ist halt einfach super schwach. Und super traurig einfach. Und dann auch noch Vollpreis dafür verlangen. Das finde ich halt krass. Ich meine, Omega Rubin Alpha Saphir hat 40 Euro gekostet, als es rauskam. Neu. Und das kostet halt 70. Das ist halt schon... Da fühlt man sich halt einfach hart verarscht. So, ich will jetzt hier einen Trassler fangen. Ich guck mal, ob das kommt. Oh! Hey, Anti! Was war nochmal wegen Trassler? Es ist zwar jetzt ein männliches, aber es ist ein Trassler, Alter. Instant. Auf Kommando, Junge. Aber es ist männlich. Ich will kein männliches. Ich will ein weibliches Trassler. Ja, ist aber männlich. Ja, habe ich ja gerade gesagt, Boy. Ich bin am überlegen, ob ich nur Turzel fangen soll. Einfach, weil ich Kapaloris übelst abfeier. Ich finde Kapaloris so cool. Schade, ich hatte echt Bock drauf, aber wenn das so ist, werde ich wohl passen. Ja, also ich habe es mir halt trotzdem geholt, obwohl ich halt vorher auch wusste, so okay, das wirkt alles so als, ja. Achso, und der Poké-Wettbewerb, den haben sie natürlich auch anders gemacht. Also der ist jetzt mit so Tanzen, keine Ahnung. Du musst Rhythmen machen. Ist ganz nett, ich mochte den aber früher mehr, weil ich bin nicht so der Fan von Rhythmus-Sachen. Außer von den Rockband. Ja. Also ich sag's mal so, für den Preis finde ich's dreist. Aber sonst würde es 40 Euro kosten, hätte ich nichts gesagt. Selbst mit dem Gedanken, dass Omega Rubin Alpha Saphir für 40 Euro halt einfach krasser war.
Aber ja. Achso, und was es auch nicht gibt, sind alle Pokémon. Es gibt nur die Pokémon, die es damals auch gegeben hat. Also sprich 493 bis zum letzten Arceus. Und selbst Arceus kannst du ja da drin nicht bekommen, aber möglich wäre es, ihn zu haben, wenn man es irgendwie kriegt. Achso. Ich hätte gerne ein weibliches Trasslight, komm schon. Wieder nicht. Ein Pfiffchen. Wer hat eigentlich beim anderen Kampf gerade gewonnen? Ah, Nagori hat gewonnen. Wusste ich schon auf das Open World Game von Pokémon. Ah, Legenden Arceus, yes. Ich schaue aber keine Videos oder so an, weil ich habe keinen Bock, gespoilert zu werden. Also ich habe keine Ahnung. Ich kenne nur die Grafik. Die finde ich ein bisschen schwach, ehrlich gesagt. Aber sonst keine Ahnung. Ich weiß, dass es Hisui oder sowas Pokémon geben soll. So neue Formen oder irgendwie so. Aber bis auf das vom allerersten Trailer oder vom zweiten Trailer kenne ich nichts davon. Ich habe nur einen Trailer gesehen oder zwei. Also habe ich die ersten zwei, glaube ich. Aber ja, habe ich Bock drauf. Nur ich werde es wahrscheinlich nicht. Wobei. Ich weiß nicht. Vielleicht streame ich das sogar, wenn es rauskommt. Ein, zwei, drei Tage später oder so. Weil ich muss ja erstmal gucken wegen Geld und so. Ey, jetzt kommt es nicht mehr, Alter. Ich dreh durch. Hätte ich doch einfach das männliche Trassler gefangen. Trassler, komm schon. Wo arbeitest du momentan eigentlich? Aktuell leider gar nicht, weil ich wegen Corona bedingt quasi raus bin. Nagori hier. Ja genau, ich bin aktuell Vollzeit-Streamer. Jeden Tag. Open End. Nicht in München, aber in der Nähe. Ich bin wieder in der Nähe, ja. Also ich lebe südlich von München jetzt. So ungefähr 50 Minuten mit dem Zug und 30 Minuten gleich mit dem Auto weg. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. In der Nähe von Starnberg. Penzberg heißt es. Oh Mann. Ah, das war bitte weiblich. Ja! Es ist weiblich. Gott sei Dank. Wenn sie jetzt stirbt, Alter, raste ich aus. Oh, das war fucking knapp. Das nächste Mal schmeiße ich einfach direkt einen Ball. Oh Mann, ey. Ja klar, wohnen auf derselben Linie. Ja, nice. Nice boy. Aber ja, ich bin auf jeden Fall nicht mehr da oben. So, wie soll Trassler heißen? Entscheidet euch. Der erste Name wie immer, es muss ein weiblicher Name sein. Der erste Name wie immer, der wird genommen. Also haut in die Tasten. Du warst ja vorübergehend bei Samu. Ja, stimmt tatsächlich, ja. Vorübergehend, also es war ja schon fast ein Jahr bis September. Also von Mitte Dezember bis September, vor, weiß nicht, 2 Jahren. Oder? Warte, ist es 2 Jahren? 2019 bis 2020. So. Hey Anti, ganz ehrlich, nein. Nein, mache ich nicht. Ganz ehrlich, Anti, nein, Alter, du willst jetzt reintrollen, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Da kannst du jetzt von mir aus auf die Barrikaden gehen, aber den Namen nehme ich nicht. Ist Tana. Okay. Alles ist besser als Sakura. So, jetzt muss ich nur kurz klein machen. So. Jetzt gucke ich nochmal, wie ich es richtig geschrieben habe. Ja, passt. Sakura, Alter. Ey, ganz ehrlich, Anti. Ich bin gerade menschlich richtig enttäuscht von dir. Dass du sowas jetzt raushaust. Bei eins meiner Lieblings-Pokémon. Ey, ganz ehrlich. Schmutz, Digga.
I know. Ja, ja, ja. Du kleiner Pisser. Was die Geschichte dahinter? Ja, ja, ich kenne Tristana. Ah, ja, stimmt. Ja, aus League of Legends. Ja, die kenne ich, die kleine. Das ist doch so eine. Ich weiß nicht mehr, wie die aussieht. Aber ich weiß, welche das ist. Das ist ja so eine kleinere. Ich glaube, die hat, hat die eine Kanone oder so? Ich kenne Poppy und Tristana. Die habe ich nämlich mal gespielt gehabt. So ein Rattenvieh. Boah, weiß ich nicht. Und Backstory von Sakura ist. Wie erkläre ich es am besten? Tommy, du kennst doch die Person damals, mit der ich im Kino doch öfter war. Manche nennen sie auch Ex. Und ich weiß nicht mehr, wer das losgetreten hat, aber irgendjemand meinte mal, ja, in Naruto gibt es auch einen Charakter, der ist voll useless und bla bla bla. Und seitdem gibt es halt diesen Insider Sakura Red-chan. Und das ist eben diese besagte Person. Lemmy. Oh. Vielleicht ein Anfänger? Ja, ja, ja. Ich zeig dem erstmal die Arena. Oh, understand. Ja. Deswegen nehme ich den Namen auch nicht. So, das ist jetzt der Daddy. Wie gesagt, ich lese nur am Anfang. Jetzt nicht mehr. Einfach um reinzukommen. Sakura kam von mir, Red-chan von V. Ah, okay. Schäm dich. Ja, weniger. Ja, das Ding ist, Domi, ich glaube, du kennst die Story nicht. Oder? Ich glaube, du kennst die Story dahinter nicht. Das ist, glaube ich, das Problem. Ja, ich glaube, ich musste dir mal. Ich schreib's dir mal auf Insta. Also heute nach dem Stream irgendwann. Aber muss dich festhalten, es könnte ein bisschen länger werden, der Text. Oh, ich hasse es, dieses Tutorial mir immer geben zu müssen. Könnt ihr auch einfach den Speed-Mode reinhauen, aber dann glitscht die Musik rum. Ich weiß nur, ihr habt zusammen gewohnt und du bist mit ihr nach Aachen gegangen. Ja, genau. Ah, da ging es dann ziemlich bergab, sage ich mal. Nett ausgedrückt. Wie gesagt, ich schreib's dir später dann. Oder, keine Ahnung, falls du Discord hast, dann kannst du auch auf Discord joinen. Und dann können wir das im Talk machen, dann dauert es nicht ganz so lang, so einen Text zu schreiben. So, jetzt kann ich weitergehen. Nee, nicht meinen. Naguri, nicht meinen. Ihren. Okay. Es wäre echt cool, wenn wir das Thema wechseln, weil ich habe eigentlich keinen Bock, das hier als Thema zu haben. So, ein Baumpe. Ups. Das ist easy. Gab's da nochmal einen Schwalbini? Gab's das hier? Hallo, kämpfst du? Nein. Ich will einen Schwalbini. Achso, er fällt mir ein. Ich sollte vielleicht mal das Pokémon aktivieren. Zack, da ist Trassler. Ich hab's nämlich schon vorbereitet, nur ich habe nicht gedacht, dass ich es als
zweites fange. Deswegen ist es gerade an dritter Stelle. Ah, die kämpft, die Dame. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Jawohl, rein da. Lady Patricia. Hol dir bitte ein Pfiffchen. Wie soll ich das Pfiffchen denn dann nennen? Bären. Ich habe nicht vor, die Bären einzusammeln. Das Ding ist, die wachsen nicht mehr. Weil keine Realtime-Clock und so. Oh, Top-Genesung, Alter, auf Level 7. Komplettes Scam, Euler. Was ist denn da los? Oh, meine Güte. So. Dann holen wir uns mal ein Pfiffchen. Battle Royale. Oh, das ist Schwalbini, das ich haben wollte. Wird es den Schlag überleben? Ja, easy. Ja. Oh, ja, ein Pokémon, das fliegen kann. Für den Anfang zumindest. Baff. So, dann baue ich das zweite ein. Zack, da ist es schon. Alles schon vorbereitet. Nur Pfiffchen habe ich noch nicht vorbereitet. Wie soll ein Schwalbini heißen? Es ist männlich. Namen raus. Wir brauchen ein männliches Schwalbini. Einen Namen für ein männliches Schwalbini. Love Parade 2012. Schwalboss. Hä? Aber es heißt doch später Schwalboss. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Glatzenmast. Wollt ihr mich jetzt eigentlich alle ärgern? Okay, ja, okay, Glatzenmaster, komm rein da. Yalla. Glatzen. Achso, das passt gar nicht. Haha, passt nicht. Brauch einen anderen Namen, Boy. Mütze Glatze. Oh, wer gewinnt? Lagori oder so nix? Glatzenboy. Okay. Dann halt Glatzenboy. Ups. Glatzenboy. Oh, Lagori hat gewonnen. GZ. So, jetzt nochmal. Ich komme nicht zu einem Pfiffchen. Ey. Fuck, mein Handy geht gerade komplett steil. Ich krieg gerade eine Nachricht nach der anderen. What the fuck? Liebe Benachrichtigung am Handy. AFK, yo boy. So, ich hole jetzt Pfiffchen. Was, wie soll ich Pfiffchen denn benennen? Vorschläge. Ein Lotrutzel. Es will einfach nicht kommen. Wenn du einen Ponita oder einen Galoppa fängst, kannst du es Chrissy nennen. Yes, kann ich machen. Ich weiß nur nicht, ob es einen Ponita gibt in der Generation. Rengar. Okay, Boy. Ist es wieder ein League of Legends Name? Ey, komm, du bist Level 3, Mann. Ich töte dich doch, wenn ich dich angreife. Bleib doch einfach im Ball drin. Nicht? Okay, dann glaube ich dir mal. Hey. Oh, okay. Es hat tatsächlich überlebt. Oder vielleicht. Doch. Oder vielleicht doch. Oha. Ja, aber passt schon. Also ich habe ja nichts gegen die Namen von den Charakteren League of Legends.
Ich mag ja, ich habe ja auch allgemein nichts gegen das Spiel. Ich habe nur was gegen die Community. So, Name, yes, Rengar. Wenn ich es überhaupt richtig ausspreche. Wo ist das G? Da. Ja. Ja, AR. Ja, AR. So. Da ist es. Das Pfiffchen namens Rengar. Oder Ranger. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Juhu. Komm wieder vorbei. Nein, ich komme nie wieder. Ich renne. Weg. Ich weiß nicht, ob ich das schon angekündigt habe, aber heute gibt's neben Pokémon auch noch eventuell Hackcoming. Ich sage eventuell deswegen, weil ich bei Nagori nie weiß, ob alles wirklich klappt. Darauf ein Fackelzug. Für die, die nicht wissen, was Hackcoming ist. Hackcoming ist so ein... Ja, so ein Horrorspiel. Wo man... Dämonen oder sowas aus einem Ort austreiben muss. Und das läuft halt immer rum und fängt einen und schreit einen an und keine Ahnung. Pokémon wechseln? Nein. Ich werde die Pokémon so lange nicht aktiv trainieren, bis ich ja. Ja, muss nur Bescheid sagen, wir wären ready. Achso. Hast schon Visage gespielt? Nee. Leider nicht. Und wegen ready, ich habe ja gesagt, ab 9 könnte ich auf jeden Fall. Weil dann ist eine Stunde Pokémon durch und dann geht's. Also 9 Minuten. Ja, das ist kein Problem. Übrigens, versteht ihr jetzt, was ich meine? Was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das Einzige, was ich an Hydropie ein bisschen nervig finde, ist, dass die Genauigkeit von Hydropie irgendwie voll komisch anders ist als bei allen anderen. Der greift ständig daneben. Also er greift immer daneben an. So, also er greift an und es geht daneben. Jetzt also, jetzt habe ich es. Ich kann nicht reden, okay, lass mich. Das Meer, ich möchte zu gerne wissen, wie es auf dem Meeresgrund aussieht. Ich habe mir einen Stark aus den Pokémon geangelt. Dann sag einfach Bescheid, mache ich. Ist ja auch die erste Generation, wo man ja unter Wasser kommen kann. Das ist richtig cool. Allgemein, das ist ja auch die erste Generation mit einer Wüste und keine Ahnung, Aschegebiet. Und allgemein richtig cool alles. Oh, es macht Platscher. Nichts geschieht. Nichts geschieht. Ey, wer mag eigentlich keinen Carpador? Jetzt mal ernsthaft. Carpador ist doch cool. Damit wird jeder Angriff zu einer Qual. Welcome back, boy. So, jetzt habe ich ja hier einmal alles gemacht. Auf in den Wald. Garadon halt. Garadon. Garados? Welches Pokémon war das, wo an so ein Clubhaus... Was? Wo an so ein Clubhaus hatte... BB. Ein Clubhaus? Wie meinst du jetzt Clubhaus? Und wo man so Fossilien suchen und ausbuddeln konnte? Ich hab grad keine Ahnung, was du meinst. Um ehrlich zu sagen. Also ich kenne allgemein nur das Pokémon Clubhouse, aber da ist kein Pokémon speziell als Aushängeschild. Mal Fossilien suchen. Also ich weiß auf jeden Fall, welches Haus du meinst. Du meinst das oben bei dem Ascheberg, wo so ein Typ drin ist, der in seinem Haus eine Wand einreißt und dann kann man da hinten irgendwie Fossilien bekommen. Also glaube ich zumindest, dass ich denke, dass du den meinst.
Aber ich wüsste jetzt nicht, dass der irgendwie ein Fan von irgendeinem Pokémon ist. Bin leider ein wenig verwirrt. Man konnte so Puppen in so ein Räumchen. Ach so. Du meinst Geheimbasen. Also man kann Geheimbasen machen, ja. Wo du Möbel, Pokémon und alles reinstellen kannst. Oder? Weiß nicht, ob du das meinst. Das ist jetzt einfach nur eine Vermutung. Ups. Bin auf die falsche Attacke gegangen. No. War nicht meine Absicht, so. Ja, Geheimbasen, yes. Ah, da kann man noch gar keine Fossilien ausbuddeln. Also das, was du meinst, ist in der vierten Generation, der Untergrund. Da konnte man auch früher so Geheimbasen haben und da, im Untergrund konntest du Fossilien ausbuddeln. Das ist erst die nächste Generation. Zumindest damals. In den Remakes, stimmt, das habe ich gar nicht erwähnt. Da kann man nur noch Statuen in diese in die Geheimbasis reinstellen, was total bescheuert ist. Nur fucking Statuen, aber keine Möbel mehr, nix. Total scheiße, ey. Oh, ein Knilz. Ach so. Ach, wie sagt denn das keiner? Ich muss ja hier das nächste Pokémon noch einstellen. Einen Moment, ich muss das Pfiffchen noch einbauen. Ah, wieso sagt denn das keiner, ey? Mensch, Mensch, Mensch. Ein Moment, zack, Pfiffchen. Jetzt muss ich es nur noch anpassen. So, passt. Okay. Ich hasse dieses Knilz. Ja, es ist voll stark, ey. Aber es gehört zum Top-Tier, ne? Also in den aktuelleren Generationen ist es Top-Tier, das Viech im PvP. Also die Entwicklung davon. Paraheiler, nice. Oh, da ist jemand. Kein einziges zu finden. Hallo, du hast nicht zufällig einige Pokémon namens Knilz hier gesehen? Ich liebe diese Pokémon. Doch, klar, da drüben gerade. Wollte ich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trödelst wohl auf ewig im Blütenwald, Blütenburgwald herum, oder? Das Warten macht mich ganz krank, also hier bin ich. Hey, du Forscher von... Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Devon, Divon, keine Ahnung, ich sage aber gar nichts. Geh sofort die Papiere her. Wenn man vom Teufel spricht, sucht noch einer danach. Ja, immer so. Attacke! Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Du musst mir bitte helfen. Huch, was machst du da eigentlich? Was, du schützt ihn? Niemand, der sich Team Magma in den Weg stellt, kann auf Gnade hoffen. Niemand! Los, kämpf gegen mich! Okay, Alter. Okay, jetzt habe ich mal eine Frage. Welches Team findet ihr cooler? Team Aqua oder Team Magma? Also meine Antwort ist ganz klar, ich finde Team Aqua cooler. Aber das liegt daran, weil ich einfach Kyogre cool finde. Und ich finde, dass die Frauen bei Team Aqua viel, viel besser aussehen. Aqua, Aqua. Krass, hätte ich nicht gedacht. Die meisten finden noch immer so dieses Geheimnisvolle und sowas richtig cool. Und das ist ja mehr so bei Team Magma der Fall, zumindest von der Kleidung her. Mit den Kapuzen und so Zeugs. Ah, du hast mich vielleicht, das ist vielleicht nerven, dich mit Team Magma anzulegen. Los, kämpfen wir noch einmal. Ja, das würde ich jetzt zu gern sagen, aber ich habe keine Pokémon mehr. Außerdem sind wir Team Aqua auf dem Weg nach Metaverse City. Heute lasse ich dich gehen. Team Rocket. Nein, 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 nein. Es geht gerade nur um Team Aqua und Team Magma. Oh, das war aber sehr, war mehr als knapp. Aber wenn man mal alle Teams durchgehen könnte, dann kann ich natürlich auch fragen, welches Team findet ihr am coolsten? Also egal ob Team Rocket, Team Aqua, Team Magma, Team, Team Galactic, Team Flare, Team Plasma, Team... Was gibt's noch, Alter? Ich habe keine Ahnung. Es gibt viel zu viele. Team Skull. Dann die aus Schwert und Schild würde ich gar nicht als Team einschätzen. Also, weil die sind ja nicht böse. Oder in Anführungsstrichen böse.
Das ist ja einfach nur eine Fangruppierung. Also wenn ich nach dem gehe, dann wäre ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, entweder immer noch bei Team Aqua oder auch bei Team Rocket. Oh, ein Nincada. Nincadas Käfer, glaube ich. Team Galactic. Ja, da fand ich die Musik immer ziemlich cool. Aber ich fand das, die Frisur von den Leuten immer ein bisschen speziell. Aber aus der Platin-Version. Also sagen wir nicht speziell gar nicht mal welche Edition oder so, sondern einfach nur welche ihr cool findet. Also ich schließe zum Beispiel bei Team Rocket einfach erste, zweite Generation ein und außer Team Rainbow Rocket, die sind nochmal speziell. Die sind eigenständig. Sind zwar fast dieselben Mitglieder, aber die sind Rainbow. Hey, Drubi ist 13. Ich habe Musik von Kraterberg immer mies gefeiert. Ja, die ist echt cool. Prepare for trouble and make it double. Ja, der Slogan von Team Rocket. Von Jesse und James, glaube ich, war das. So, wir sind jetzt hier raus. Im Plasma. Ey, Anti-Schmutz, Digga. Der ist so ein Fan von der fünften Generation, Alter. Schmutz. Der Junge ist Schmutz. Achso, ich wollte ja meinen Pokémon heilen. Ey, Schmutz. Was ist denn los mit dir, Anti? Ich würde übrigens sagen, ich spiele bis zur Stadt oben. Und dann, Nagori, können wir zu Hellcoming wechseln. Bin kein Fan von der fünften, ich bin Fan von N. Nee, du hast gerade Team Plasma gesagt. Ja doch, Plasma. Ja, genau. Alter, Schmutz, Digga! Du nimmst ja auch ständig fünfte Generation Pokémon, Junge. Du bist sowas von Fan der fünften Generation. Schmutz! Oh! Tommy hat gewonnen im Battle Royale. Gibt es ja als Viech nicht tot zu kriegen. Nehmen von jeder Gen, but okay. Ey, du hast so oft schon Generation 5 Pokémon genommen. Tu mal nicht so. Du nimmst als einer der meisten ständig die Gen 5 Viecher. Schmatz! Oh, Anti ist jetzt auch ein Shigi mit Brille und Hut. Habe ich erst jetzt gesehen. Gott. Nicht wundern, dass ich meinen Kopf gerade so komisch drehe. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie einen verspannten Rücken. Oder einen verspannten Nacken. Meins ist cooler. Easy. Allein weil deiner die coole Sonnenbrille hatte. Die Anführerbrille. Anti hat nur einen mit Mitläufer. Anti ist ein Mitläufer. Der hat die Mitläuferbrille an. Die des Untertans. Oh, die Göre Elisa. Ey, das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Den Knilz, ey. Oh, es macht nur Tackle. Ja, dann kein Problem. Oh, knapp vor Level 14. Knappe Sache. So, wir haben jetzt hier ein Double. Stimmt. Die Doppelkämpfe wurden ja auch mit der dritten Generation eingeführt. Alter, was die dritte Generation alles eingeführt hat. Allein deswegen ist es Barber-Generation.
Hydropie und Tristan. Alter, das mit Hydropie nervt mich immer noch. Oh. Das ist dezent scheiße. Wieso kann Tristana nur heulen? Beste Generation. Ja, finde ich aber, wie gesagt, auch. Ist auch meine Lieblingsgeneration. Naja. Dann können die wenigstens nicht groß Schaden machen, wenn Tristana die ganze Zeit heult. Gibt es nicht noch irgendwo den Namen Umbenenner oder wie der hieß? Der Namensbewerter, ja, den gibt's. Ich weiß noch nicht wo. Und so wie ich das Spiel kenne, kommt er wahrscheinlich erst in der zweiten, dritten, vierten, fünften Stadt irgendwann. Aber das macht nichts. Irgendwann wird Hydropie umbenannt. Das war ganz schön stark, ey. Volltreffer, easy. Oh, Tristana hat Level Up. Tristana kann immer noch nur rumheulen. Oh Mann, ey. Ach, scheiß drauf. So. Wir sind jetzt in der neuen Stadt. Ich habe gerade nicht gelesen, wie die Stadt hieß, weil ich dumm bin. Nidoros City, glaube ich. So, ich laufe mal kurz runter. Graffiport City. Ne, Metaverse City. Ha! Ist der. Ach so, du meinst, der Namensbewerter ist in Graffiport City. Okay, gut zu wissen. Dann Dankeschön. Dann weiß ich, wo das ist. Wollte ich nicht selber googeln. So, dann würde ich sagen, wir machen mal heute Schluss. Also mit Smaragd. Und dann. Hey, coming.